Sollte doch jetzt eigentlich. Jawohl. Hat einwandfrei funktioniert, allerdings kann ich jetzt dann noch diese hier doch auf 660 etwa schaufeln. Jawohl. Gut, und damit hätten wir auch dieses Problem gelöst. Also die eben unten noch weitergeht. Somit kann man den kompletten Inhalt anzeigen lassen, diese Seite, und das ist dann auch gut so. So. Und der Inhalt wächst jetzt auch. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Soweit alles klar. Wir packen die. Basteln die nächste Div. Diese Div bekommt jetzt allerdings eine Class, weil das die Class Games ist. Und bei mir ist gerade jemand an der Tür. Main, nein, Sites, die Main kann ich jetzt meist schließen. Class Games. So. Die Class Games bekommt eine Width von 200 Pixeln eventuell. Eine Höhe von 50 Pixeln. Ich mache jetzt mal kurz eine Border rum, so dass ich sehe. Ah, nee. Ach so. Das Ding ist noch nicht breit genug. Ja, 22 ist gut. Das ist gut. So. Ja. Doch, das dürfte einigermaßen okay sein. Dann mache ich von oben so mit Center einen Schriftzug. Spielname und darunter Image Source Width 200 Pixel Height. Warte, ich hatte eine Height von 350. Dann können wir hier eine Height von 320 Pixeln gestalten. Und ich merke gerade, ich könnte auch einfach der ganzen Game eine Text Align Center geben. Text Align Center. So, da steht jetzt hier der Spielname. Font Family Arial, Verdana Helvetica. Wobei ich glaube, ich werde sogar dieses Mal die Helvetica vorne dran stellen. Ja. Ich glaube, ich schreibe die Schrift gerade falsch. Helvetia? Irgendwie so? Moment. Schriftart Helvetica. Helvetica, was ist das? Mache ich falsch? V-T-K. So. Hier ändert sich was. Ich glaube, ich habe schon wieder falsch geschrieben. Das kann doch nicht die Schriftart sein.
Ach, was soll's, ich mach Radial. Gut. Von Size ist da drin 15 Pixel. Jawohl. Doch, das passt. Genau, mache ich so. Color 333. Ich nehme mal eine ganz kurze Aufnahmepause. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe gerade auch noch was gesehen. Die Schriftart Helvetia gibt es schon. Allerdings hatte ich die mal installiert und dachte jetzt, die wäre standardmäßig dabei. Das heißt, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das heißt, ich habe mich jetzt für die Impact entschieden. So. Font Size wird jetzt da doch ein bisschen bisschen größer. So, ich kleiner, ich wollte es doch größer haben. Beziehungsweise können wir eigentlich das noch größer machen? Ja, so eventuell. Genau. Dann machen wir noch Punkt Games Doppelpunkt Hover. Da vergebe ich noch ganz kurz den Background. So gebe ich dann den Background EEE. Gott. Da wollte ich vergeben. So. Und der Cursor. Cursor Pointer. So dass es aussieht, als wie man. Ja, wie wenn man halt da drüber hovern würde. Ne? Als Link praktisch. Genau. Was wir eigentlich auch aus Link machen könnten, aber das ist hier jetzt total egal. Das Bild darunter, ich packe da jetzt mal ganz kurz eins rein. Image. Schauen wir mal ganz kurz, welches denn gerade geeignet wäre. Ich mache einfach mal das hier. .bmg. So sieht dann also so aus. Der Spielname plus das Bild, jeweilige Bild darunter. Jetzt muss ich natürlich noch ganz kurz die Color verändern, wenn ich dann da reinfahre. Weil es ist ja Schwachsinn, auf einem dunklen Hintergrund den dunklen Namen. So eventuell. Genau. So, die Punkt Games werden hier, wir kommen jetzt einen Float Left noch kurz angehängt. Und ganz da unten in der LP Game, in dieser LP Games kommt noch kurz ein Break rein mit dem Style Clear Doppelpunkt Both. Das, dieser Break da unten hat den, hat die Auswirkung, dass eben, ihr seht schon, diese Div auch wieder mit Inhalt gefüllt wird und nicht hier irgendwo hier oben hängt. Jetzt wenn ich sage, gut, ich habe da mehr Spiele jetzt schon drin, das ist mal 4, dann reiht er die da so schön aneinander, wie ihr seht, und ich kann da so schön durchhovern. Ich mache da mal ein paar mehr rein. So, ihr seht schon, jetzt haben wir hier definitiv mehr. Der Inhalt hat sich gerade etwas verschoben, sehe ich. Aus welchen Gründen auch immer. Mal wieder. Der Inhalt hat sich verschoben. Warum nochmal? Wenn ich da jetzt drüber hovere, was habe ich denn da für eine, ich habe doch die 660, mache ich 640 draus. Passt immer noch nicht, dann nur 600 draus. Also ich kriege langsam echt, ich
krieg's nicht mehr ganz mit, wieso das denn jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist ja schon wieder nicht mehr funktioniert. Und das wird auch irgendwie nicht mehr besser. Ach, 6600 wollte ich nicht. Ich lasse es jetzt mal so, weil ich werde jetzt in den Games sowieso noch was einstellen. Und so werde ich denen noch eine bestimmte Margin geben. Unter anderem eine Margin Bottom. Diese Margin Bottom bewirkt mit 5 Pixeln, dass wir einen Abstand zum unteren haben, und eine Margin Right bewirkt, dass wir einen Abstand zum rechten haben. Jetzt muss ich kurz rechnen. Wir haben hier eine Breite von dieser Div, hier diese Hover Div, von 220 Pixeln. Die Gesamtbreite beträgt 964. Rechner. So. 964 minus insgesamt ja 880, weil wir ja 4 in einer Reihe haben, bleiben uns also 84 Pixel Rest. Wir haben 1, 2, 3, 3 Dinge übrig. Drei Ränder, an denen wir eine Margin Right setzen können. Weil hier rechts wollen wir ja eine Margin Right, wollen wir ja keine Margin haben. Also 84 geteilt durch 3. 28. So. Was nicht ganz klappen wird, weil wir eine Margin Left von 10 Pixeln haben müssen. So könnte man das anbieten? Kann man das so anbieten? Ich probiere mal ganz kurz, wenn ich hier 12 Pixel reinmache. Ne, das sind schon gar nur ein paar Pixel so viel. Ich mache mal 11. Nee, ganz ehrlich, ich fand 10 Pixel schon richtig gut. Ja, doch, lassen wir auf 10 Pixel. So wird das Spiel, die einzelnen Spiele hier schon promoted, wobei ich nicht glaube, dass wir sowieso so viele Spiele haben. Das heißt, ich lösche jetzt hier nochmal die 3 weg. So. Damit hätte sich die Margin Bottom eigentlich sowieso erledigt, beziehungsweise hier müssen wir auch Margin Top sagen. Okay. Nee, Margin Bottom können wir nicht mehr sagen. Das wäre doof. Naja, gut. Soweit, so gut. Wie gesagt, die... Ach so, Moment, diese Div ist ja die LP Games, ne? Diese LP Games... Moment, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Diese LP Games geht um all diese Spiele rum. Sprich, die LP Games hat auch die Border. Diese hier, das ist die äußere. Die äußere. Und weil ich der keine maximale Höhe von 660 Pixeln gegeben habe, verschiebt sich der Inhalt. Sprich, zwei neue dazu. So aus. Und jetzt kann ich gar nicht mehr. Na super. Kann ich dem eine Haste geben? Kann ich jetzt auch nicht. Wenn ich die Haste da rauslasse, dann geht's. Aber es sieht bescheuert aus. Mal auf 300 Pixel runterschraube, weil sie ja erstmal egal ist.